Wunderschönen guten Abend, mal wieder an einem Allzeithochabend. Ja, an meinen grauen Haaren könnte man eigentlich vermuten, dass die Börse uns alle kirre macht und ja in Sorgenfalten versetzt. Habe ich ja auch schon ein paar hier oben. Aber im Großen und Ganzen melde ich mich heute wieder in unseren gewohnten regelmäßigen Abständen, regelmäßig, unregelmäßig. Ja, mal wieder mit einem Allzeithoch, aber nicht nur mit einem Allzeithoch, sondern auch mit Kurszielen, Klammer auf, N, Klammer zu, die erreicht wurden. Beziehungsweise ein schönes Kursziel, das erreicht wurde beim Nasdaq 100. Aber gehen wir doch erstmal auf den DAX ein. Drei Allzeithochs Intraday in Folge, nach einem, ja, letzte Woche fast schon erschreckenden Donnerstagshandel, als wir in, ja, eine Tagesvola von knapp 300, knapp über 300 Punkten hatten. Viele schon, ja, nervös wurden. Kommt jetzt der Crash, kommt jetzt die Sommerflaute, kommt jetzt der Abverkauf. Der DAX hat sich wieder berappelt, hat sich stabil gezeigt und ja, ist zwar noch nicht so dynamisch wie seine beiden großen Brüder aus Amerika, aber es ist nach wie vor alles gut. Also unsere Kursziele, unsere Trend-Systematik im Sinne der Charttechnik, die hat gehalten. Wir sind im DAX im ja, mittel-langfristigen Aufwärtstrend weiterhin intakt. Und beim S&P und Nasdaq sprechen wir nicht mehr nur von Aufwärtstrends, sondern ja eigentlich schon von Dynamiken. Ja, fangen wir mal mit unserem Heimatchart an. Ich hole ihn mal wieder her. Das ist der DAX, hier auch Börse Online, heute ganz druckfrisch. Wir dürfen ja hier von Donner und Reuschel hier immer wöchentlich einen charttechnischen Kommentar abgeben. Und der passt heute auch fast wie die Faust aufs Auge. Und die Aussichten für den DAX bleiben natürlich weiterhin gut bis sehr gut. Warum und weshalb? Wir sehen das hier am Chart des DAX. Das gewohnte Bild, das Sie kennen, ein Jahr. Mittelfristiger und langfristig sowieso intakter Aufwärtstrend. Wir haben hier diese Schrecksekunde, die wir letzten Donnerstag hatten. Hier mit dem Intraday Low bei knapp 15.300. Die haben wir gut überstanden. Wir hatten dann auch eine Mean Reversion auf die Durchschnittsliege, auf die gleitende Durchschnittslinie, nämlich die 38er-Tage-Linie. Auch das war ein positiver Test und das ist wirklich positiv, wenn wir von Tests sprechen. Der DAX ist also weiterhin im Aufwind. Allerdings, und das hatte ich eingangs erwähnt, im kurzfristigen Aufwärtstrend, da tut es sich noch ein bisschen schwer. Also wir konsolidieren hier auf Allzeithochniveau, also wir konsolidieren auf hohem Niveau, wir jammern auf hohem Niveau. Aber um hier wirklich auch so in so Dynamik einzutauchen, wie die beiden Indizes, die wir gleich sehen werden, da bedarf es jetzt wirklich einen Rutsch deutlich über 15.810, also das heutige Allzeithoch 15.810 im Xetra Intraday. Das sollte es dann schon wieder werden. Die Aussichten dafür sind prinzipiell gut. Kurzfristig, ja, bleibt es dabei. Wir sprechen ja seit Anfang der Woche von einer möglichen Konsolidierung. Diese Konsolidierung, die ist nicht nur noch möglich, sondern die hat sich jetzt auch als wahr herausgestellt und wir konsolidieren hier in einem Bereich um das Allzeithoch. Also, wunderbare Aussichten. Mittelfristig bleibt auch das Kursziel von 16.199, also gerundet 16.200, intakt. Diese Fibonacci-Projektion nach hier oben. Nachdem wir ja sämtliche anderen Kursziele 15.000, 15.500 ja mittlerweile schon nicht pulverisiert haben, aber erreicht haben. Also deutscher Aktienmarkt weiterhin gesund, aufwärtstrendig, kurzfristig, Konsolidierung und nicht unbedingt große Dynamik. Anders schaut es hier schon aus beim S&P 500. Da haben wir die letzten 3 Tage das Fibonacci-Kursziel von 4.415, ja, angetestet, fast erreicht. Zwar noch nicht punktgenau, aber ja, es fehlen noch ein paar Punkte. Aber hier sehen Sie auch ganz genau, hier ist die Langfristtendenz, die Mittelfristtendenz und auch die Kurzfristtendenz absolut intakt. Also auch der S&P 500, das Flaggschiff des US-amerikanischen Aktienmarktes, weiterhin aufwärts gerichtet und auch in einer gewissen Systematik.
Auch hier kann es natürlich dazu kommen, wir sehen das an den letzten drei Candles, dass wir auf hohem Niveau hier konsolidieren, dass wir natürlich wieder Stärke, der Chart sich Stärke zurückerarbeiten möchte. Wir sehen das auch hier an der Stochastik. Die Stochastik kommt jetzt aus dem überkauften Bereich etwas zurück. Der MACD verhält sich neutral und der relative Stärkeindex hat auch ein bisschen Erholungspotenzial. Also kurz und knapp, S&P weiterhin in seiner Dynamik drin, mit leichten, ganz leichten Schwächeerscheinungen jetzt in dieser Handelswoche, bedeutet aber nicht, dass sich da an dem Trend und an der Aufwärtstrendigkeit etwas ändern wird. Wir halten weiterhin am Kursziel 4.415 fest. Sagen Sie jetzt zu Recht, ja, kann man gut sagen, wenn wir ein paar Punkte drunter sind, aber wenn Sie sich an die Videos, an die Interviews unseres Hauses der letzten Wochen und Monate zurückerinnern, dieses Kursziel haben wir schon seit längerem und jetzt scheint es wirklich final erreicht werden zu können. Und final erreicht hat es auch schon der Nasdaq 100, die 14.996, also die knapp 15.000, die hat er soeben genommen. Das bisherige Day High an der US-amerikanischen Hightech-Börse war heute 15.000. Also auch hier, Sie sehen, die Charttechnik funktioniert und nicht nur die Charttechnik, sondern auch die Markttechnik und auch die Fibonacci-Projektionen. Wir haben uns ja in letzter Zeit immer wieder mit neuen Hochs auseinandersetzen. Nicht müssen, sondern dürfen. Da macht es für den einen oder anderen es natürlich schwierig, dann neue Hochs zu definieren. Und das haben wir ja immer oder machen Charttechniker, technische Analysten sehr gerne mit der Fibonacci-Projektion. Und am Beispiel Nasdaq sehen wir, wie gut das funktioniert. Und ich springe nochmal zurück auf den S&P 500. Hier ist es auch knapp davor, dass wir diese 4.415 sehen werden, wie wir es, sage ich mal, bei der Hightech-Börse auch schon gemacht haben. Aber auch hier, ähnlich wie beim DAX und beim S&P 500, natürlich trotz starkem Momentum, trotz hochgelaufener Kurse, haben wir jetzt ein kleines Konsolidierungspotenzial. Man sieht das jetzt auch schon intraday im Nasdaq. Die 15.000 hat er gesehen, dann hat er sich ein bisschen nach unten bewegt. Ist aber auch ganz normal. Man erklimmt ja auch nicht die Zugspitze in einem Schritt nach oben, sondern man braucht zwischendrin auch mal wieder eine Verschnaufspause und eine kleine Konsolidierung. Also summa summarum, deutscher Aktienmarkt primär, tendenziell primär und sekundär intakt. Im Tertiärtrend brauchen wir nur ein bisschen eine kleine Dynamik, aber wir jammern hier auf hohem Niveau. Nasdaq 100, Kursziel erreicht, Dynamik intakt. S&P 500, Dynamik intakt, Fibonacci-Projektion 4.415, sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Ja, hier der gewohnte Disclaimer und ein Hinweis in eigener Sache. Diese kurze und knappe Marktbetrachtung ersetzt natürlich nicht die individuelle und eingehende Beratung. Wenden Sie sich dabei bitte an Ihre Ansprechpartner, Ihre Berater, Ihre Betreuer beim Bankhaus Donner und Reuschel. Da werden Sie wunderbar beraten, werden wunderbar informiert. Sie bekommen auch hier wirklich auch die Empfehlungen, wie das Asset Management arbeitet, wie wir diese Trends nutzen. Und ja, von daher gehe ich nochmal zurück und hole mich wieder ins Bild. So, da bin ich wieder. Heute von der Börse München. Ja, schöne Grüße an die Börse München. Ihnen verbleibt jetzt mir nur noch einen schönen Abend zu wünschen, einen für uns auch Feiertag, Börsenfeiertag, nachdem ja auch die Franzosen heute schon den ganzen Tag ihren Nationalfeiertag zelebrieren. Von dem her einen schönen Abend, bleiben Sie gesund, vertrauen Sie in die Märkte und Servus, schönen Abend, Ihr Martin Utschneider.